Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute wollen wir uns nochmal ein Toy hier aus der zweiten Zone in Dragonflight angucken. Und zwar sind wir in der Ebene von Ohara. Und dort bin ich hier unten auf den Koordinaten 47, 69. Also ein bisschen über diesem Flugpunkt. Und dort haben wir eine Quest, wo wir ein Toy kriegen. Ich zeige euch erstmal das Toy. Das schimpft sich einmal Stein der Anerkennung. Und ja, was können wir damit machen? Ruft ein dankbares Kleintier herbei, um ein Festmahl als Zeichen der Dankbarkeit herzurichten. Wo kriegen wir das her? Es gibt hier eine Quest, die schimpft sich Begleiter für seelischen Beistand. Und diese ist da hinten in der Höhle drin. Ihr müsst tatsächlich keine Vorquest erfüllen. Ich konnte die einfach so annehmen. Und die gibt es nämlich einmal von diesem Zentaurin, der da so ein bisschen kniet. Und dem müssen wir ein paar Viecher retten, und zwar die hier rumrennen, ein Otter, eine Ente, dann rennt hier so ein Häschen rum und was ist das, ein Biber, oder? Ja, genau, das geht relativ schnell, hier hinten ist so ein Lager mit einem Haufen feindlicher Zentauren, da sind die dann alle quasi in Anführungszeichen versteckt, die besorgt man sich einmal, rettet die, geht zurück, gibt die Quest ab und dann habt ihr auch schon das Toy. Das können wir jetzt einmal hier lernen und dann schauen wir uns das Ding auch mal an, hätte ich gesagt. Gehen wir mal ein bisschen von den Viechern weg, dass wir uns das ein bisschen besser angucken können. So, hier haben wir es. Jetzt rufen wir ein paar Kleintiere. Ah ja, oder nur ein dankbares kleines Tierchen haben wir. Mit großen Augen, das legt uns dann hier eine Nuss hin. Kann man die aufnehmen? Das ist blöderweise da ein bisschen im Wasser. Ah, das kann man essen, okay. Stellt pro Sekunde 30 Gesundheit her. Also ich sage mal so, es ist ziemlich useless, aber das Viech war ja halbwegs süß. Ganz nettes Toy und ja, es ist wieder eins mehr für die Sammlung. Ich zeige euch nochmal auf der Map, wo es genau ist. Also hier unten sind wir auf den Koordinaten 47, 70 ist der Höhleneingang und dann einfach die Quest hier erledigen. Gut, das war's wieder mit dem kleinen Toy Guide. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.